Froschfreunde, herzlich willkommen zum ersten offiziellen Froschvlog. Heute ist ein sehr froschiger Tag und ich hoffe, ihr fühlt euch alle sehr froschig. Ich höre mit, was machst du da? Oh mein Gott, was machst du mit meiner Kamera? Machst du irgendwas an meinem YouTube-Channel? Mann, gib mir doch endlich mein Passwort zurück, bitte. Nein, das ist jetzt mein Froschvlog. Leute, ihr werdet eine Menge krasse Videos. Oh mein Gott, das gibt mir alles zu viel. Dieses Video wird absolut froschig werden. Ich habe ein Slenderman-Kostüm aus dem Darknet bestellt. Und es soll ziemlich alt sein. Es heißt, wenn man den echten Slenderman-Anzug anhat, dass man dann zum echten Slenderman wird. Und froschige Freunde, diesen Slenderman-Anzug wird Dr. Light gleich anziehen. Hä, was redest du da, Kermit? Nee, stopp, das werde ich niemals machen. Ich soll irgendeinen verfluchten Anzug anziehen? Was meinst du da? Du willst, dass deinen froschigen Channel wieder zurückhaben. Mein Gott, mein YouTube-Channel, klar will ich den wieder haben. Aber ich schlüpfe doch dafür nicht in so einen verfluchten Slenderman-Anzug. Das kannst du vergessen. Ich lass mich doch nicht erpressen. Frosch, Freunde. Dr. Light wird gleich den froschigen Anzug von Slenderman anziehen. Nein, niemals. Lass uns die ersten 5000 Likes auf den ersten Frosch-Vlog schaffen. Und mit allem, was wir jetzt gesagt haben, let's go. Und da soll jetzt dieser Slenderman-Anzug drin sein, den du bestellt hast, Kermit? Ja, Doktor. Du musst nur noch die Kiste öffnen und den Slenderman-Anzug anziehen. Und dann gebe ich dir vielleicht mein Channel zurück. Hä, wie dein Channel, Kermit? Das ist doch mein Channel. Aber gut, ich kann ja nichts anderes machen. Okay, dann würde ich sagen, öffne ich die direkt mal, oder? Freunde, gib dafür jetzt am besten mal einen fetten Daumen nach oben. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was da drin ist. Ich würde sagen, wir öffnen die Kiste in 3, 2... Stopp. Das ist mir jetzt alles viel zu gefährlich. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Hä, wie du gehst jetzt nach oben, Kermit? Ich meine, ja, es ist gruselig, diese Kiste zu öffnen, aber du hast mir doch den Auftrag gegeben. Ja, aber Doktor, das wird mir jetzt alles viel zu froschig. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Tschüss. Oh mein Gott, Kermit, nein, warte. Okay, ich hole die Kamera kurz wieder hoch. Und der ist jetzt einfach weggerannt, Kermit? Kermit! Och Mann, er ist wirklich weg, das gibt's doch nicht. Aber gut, hier steht jetzt diese mysteriöse Kiste, oh mein Gott. Und da soll jetzt irgendwie ein Slenderman-Anzug drin sein. Lass uns mal schauen, was hier drauf steht. Man kann es auf der Kamera nicht so richtig lesen, aber da steht irgendwie leicht Slenderman, oder? Und oh mein Gott, wenn dieser Anzug wirklich verflucht ist, will ich nicht wissen, was der mit uns anstellen kann. Wir sollen uns ja irgendwie in Slenderman verwandeln. Das hat Kermit zumindest gesagt. Oh mein Gott. Aber wartet mal, ich habe eine Idee, wie wir testen können, ob diese Kiste wirklich paranormal ist. Also ob da wirklich ein verfluchter Anzug oder so drin ist. Ich habe hier ja noch das Charlie von letztem Mal aufgebaut. Und hier haben wir so ein EMF-Reader, heißt es. Und mit dem soll man irgendwie messen können, ob irgendwelche Geister in der Nähe sind. Das haben wir auch letztes Mal beim Charlie-Charlie-Spiel gemacht. Und da hat er richtig hart ausgeschlagen. Aber gut, schauen wir, was jetzt passiert. Ich würde sagen, wir schalten ihn direkt mal an. Let's go. Okay, er blinkt erstmal so auf. Aber jetzt ist er alles noch im grünen Bereich. Also er zeigt grün an. Und das ist auch überall bei mir so. Der ist immer grün. Das heißt, hier sind keine Geister in der Nähe. Wenn wir das Ganze jetzt aber auf dieses Charlie-Charlie-Brett hier halten, dann seht ihr, das schlägt einfach bis in den roten Bereich aus. Ja, oh mein Gott, das Gerät spielt völlig verrückt. Oh mein Gott, das ist so krass. Das heißt, da dürften irgendwelche Geister drauf sein oder so. Sagt uns das hier. Und das können wir jetzt natürlich auch bei dieser riesen Kiste hier ausprobieren. Das ist so komisch. Und vor allem mega gruselig, weil wenn ich das jetzt hier drauf halte und es wirklich rot ist, dann ist dieser Anzug echt. Dann ist der wirklich verflucht und hat irgendwas mit Geistern zu tun. Oh mein Gott, dann würde ich sagen, machen wir dieses Teil direkt mal auf die Kiste. Let's go. Und oh mein Gott, seht ihr das? Das schlägt wirklich ein bisschen aus. Es blitzt die ganze Zeit. Oh mein Gott. Das ist wie bei diesem Brett. Und ihr seht wirklich, hier überall an den Wänden oder so, das bleibt immer auf grün. Und kaum machen wir es wieder auf diese Kiste drauf, schlägt es wieder komplett aus. Das ist total verrückt. Und das hört auch nicht auf. Das geht immer weiter. Wie krass das einfach ist. Okay, nehmen wir es mal direkt wieder weg. Das Ding ist, Kermit hat dann aber wirklich einen echten Slenderman-Anzug aus dem Darknet bestellt. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Och nein, Freunde, was passiert, wenn wir jetzt diese komische Kiste hier aufmachen? Das ist so krank. Okay, aber ich will auch meinen YouTube-Kanal zurück und den kriegen wir von Kermit nur, wenn wir diese Challenge hier bestehen und da auch nur vielleicht. Das Ding ist, für euch mache ich das, Freunde. Ihr seid die Dr. Light Crew und nicht irgendwie die Froschfreunde, wie ihr euch nennt. Und wir kriegen unseren Kanal wieder zurück. Gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben. Wir machen diese Kiste jetzt auf. Es ist einfach viel zu krass, was gerade abgeht. Okay. Okay, machen wir hier drüben erstmal das Licht aus. Dann dürfte es weniger gefährlich sein. Bei Dunkelheit sind nämlich Dämonen oder so mehr aktiv, aber praktisch ist es für uns sicherer. Dann sind die nämlich nicht mehr so aggressiv. Okay, gut. Ich würde sagen, wir öffnen die Kiste in 3, 2, 1, go.
kommt irgendwie Rauch aus dieser Kiste raus. Wie krank ist das denn? Mein Gott, schaut mal hier rein. Und was ist das? Da sind irgendwie solche mystischen Bilder drin. Wow. Holen wir die mal ganz vorsichtig raus. Oh mein Gott, hier ist irgendein Bild. Und das ist irgendwie auf so mega altem Papier geschrieben. Was ist das? Das ist irgendwie eine Zeichnung von Slenderman oder so. Was ist das? Und hier oben steht noch irgendwie der Baummann. Der Baummann? Der heißt doch eigentlich Slenderman. Aber gut, der ist ja größer als ein Baum. Und das hier hat bestimmt irgendein Kind gezeichnet. Deswegen. Dann wusste es vielleicht noch gar nicht, wer Slenderman ist. Und hat ihn einfach Baummann genannt. Aber hier ist nochmal ein Bild drin. Oh mein Gott. Und da einfach dieser creepy Anzug. Aber gut, holen wir erstmal die Bilder raus. Und da ist einfach auch nochmal Slenderman zu sehen. Mit so durchgestrichenen Augen und überall G. Was hat es zu bedeuten, Freunde? Überall G. G, 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 G. Als ob jemand will, dass Slenderman weggeht. Und hier unten steht noch was in Rot. Er ist in meinem Kopf. Was hat es zu bedeuten? Oh mein Gott, wer hat es denn bitte gezeichnet? Und hier ist einfach dieser creepy Anzug drin. Einfach mit so riesenlangen Klauen und so. Aber was ist das hier oben? Weil über diesem Slenderman-Anzug ist auch nochmal irgendwie so ein Fach. Und da ist ein Zettel drin. Wow. Machen wir den direkt mal auf. Was steht hier drauf? Slenderman. Erstens, irgendwie so eine Kreatur mit ganz vielen Blättern drumrum. Was hat es zu bedeuten? Und hier ist noch zweitens. Dreimal Slenderman, ich beschwöre dich. Oh mein Gott, ist das vielleicht eine Anleitung, wie man Slenderman beschwört? Hey, das ist ja viel zu krank. Das heißt, ich soll irgendwie diesen Anzug anziehen. Dann bin ich diese Person hier in der Mitte. Muss irgendwelche Blätter mit irgendwelchen Symbolen um mich legen. Und dann dreimal diesen Satz hier sagen. Slenderman, ich beschwöre dich. Wow, ich darf den ja jetzt noch nicht sagen. Nicht, dass der jetzt schon irgendwie kommt oder irgendwas passiert. Freunde, macht es auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Das ist viel zu krass. Aber gut, holen wir jetzt mal diesen Slenderman-Anzug hier raus. Testen wir vorher ganz kurz nochmal das mit diesem Geigerzähler hier. Nochmal anschalten. So, alles normal, alles in Ordnung. Das ist normal, dass er am Anfang kurz ausschlägt. Da ist wirklich absolut nichts. Und jetzt gehen wir auf den Anzug. Und hier sollte ja irgendwas passieren. Oh mein Gott, ja, der schlägt mega aus. Oh mein Gott, Freunde, der spielt wirklich verrückt. Seht ihr das? Der geht immer von grün zu rot. Wow, eigentlich sollte ich diesen Anzug auf keinen Fall anziehen. Da ist irgendein Dämon oder so drin. Aber gut, Freunde, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen den jetzt anziehen. Wow. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob ihr den auch angezogen hättet. Aber gut, wir müssen das ja jetzt machen. Das Ding ist, ich bin völlig allein, nur mit meinem Kameramann. Wow. Hast du nicht auch so ein bisschen Angst? Gott, zum Glück bist du wenigstens noch dabei. Dann bin ich nicht ganz alleine, aber gut. Okay, holen wir ihn jetzt raus. Ich fasse ihn an und let's go, wir heben ihn hoch. Wow, was ist das? Vor allem, der ist ja so riesig. Oh mein Gott. Aber eigentlich nicht so groß wie der echte Slenderman, oder? Der echte Slenderman ist noch mal ein bisschen größer, aber den muss ich jetzt ja praktisch anziehen. Wie geht das überhaupt? Wartet mal, Freunde. Der hat hier hinten einen Reißverschluss, oder? Hä, welcher Slenderman-Anzug hat denn einen Reißverschluss hinten dran? Wow. Eigentlich kann der dann doch nicht echt sein, oder? Sieht eigentlich ganz normal aus, ja. Und da kann man eigentlich auch normal reinschlüpfen. Ich glaube, Kermit wollte uns... verarschen, aber wir haben das doch mit diesem Geigerzähler getestet. Der hier ist doch immer ausgeschlagen, als wir den hier hingehalten haben. Und oh mein Gott. Seht ihr das? Das tut er einfach wieder. Hey, das ist viel zu krass. Legen wir ihn direkt wieder hin. Dann muss es wirklich ein echter sein, wenn es auch irgendwie komisch ist mit diesem Reißverschluss hier dran. Das Ding ist, was wird passieren, wenn wir den jetzt anhaben? Werde ich irgendwie unsichtbar oder werde ich mich in Slenderman verwandeln? Wenn ihr eine Idee habt, was jetzt gleich passieren wird, schreibt jetzt in die Kommentare. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich lese mir die auf jeden Fall gleich nochmal durch. Aber okay, ich würde sagen, ich ziehe den jetzt direkt mal an. Ich will meine Klamotten aber eigentlich nicht vor euch allen ausziehen. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal kurz nach da hinten, ziehe mich kurz um. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Slenderman-Anzug anhabe. Bis gleich. Okay, er ist an, Freunde. Und ich fühle mich irgendwie so gut. Es sieht zwar bestimmt mega gruselig aus, aber es fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich Superkräfte irgendwie. Das ist mega krass. Aber irgendwie ist der ein bisschen eng. Dieser Slenderman-Anzug hätte ruhig mal ein bisschen größer sein können. Ah gut, Kermit der Frosch hat den bestellt. Ich meine, der ist ja ziemlich klein. Der würde in diesen Anzug jetzt nicht mal reinpassen, aber gut. Man hat wirklich ein anderes Gefühl hier drin. Ist so krank. Aber ich sehe auch so ein bisschen anders, Freunde. Es ist irgendwie viel härter, irgendwas zu sehen. Man sieht alles so weiß. Diesen Schrank hier zum Beispiel, den sehe ich nur so ganz weißlich oder so. Ich kann jetzt nicht in die Weite sehen oder so. Freunde, wenn es jetzt dunkel wäre, würde ich bestimmt überall gegenrennen, okay? Aber ich fühle mich irgendwie ein bisschen anders. Ich verhalte mich aber doch wie immer, Freunde, oder? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, okay? Das Ding ist, ich dachte, Freunde, dass ich hier irgendwo Slenderman jetzt sehen kann. Ich meine, es ist sein Anzug, der gehört ihm. Und den gibt es wirklich nur einmal. Das ist der einmalige echte Anzug von ihm. Das ist viel zu krass. Und natürlich wird er dann bestimmt böse, wenn er
den irgendein Fremder anhat oder so. Ich meine, der kennt mich ja nicht und ich habe jetzt einfach seinen Anzug an. Das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig. Aber gut, Freunde, wir müssen das hier machen. Wir müssen diesen Channel hier retten. Weil ihr wollt euch ja, glaube ich, nicht den ganzen Tag irgendwelche Frog-Vlogs anschauen. Richtig komisch. Aber gut, ich würde sagen, wir laufen jetzt direkt mal hier ein bisschen rum und schauen, ob wir Slenderman irgendwo sehen können, oder? Gehen wir mal nach da drüben. Let's go. Aber ich sehe bisher noch keine Slendermans oder so. Nicht nirgends. Oh mein Gott, da ist auch die Kiste. Steigen wir da direkt mal drüber. Oh mein Gott. Und hier geht's irgendwie nach hinten. Das Ding ist, what the f***? Wie sehen diese Finger denn bitte aus? Das ist einfach so mega krank, als ob ich so Klauen hätte oder so. Naja, gehen wir mal weiter. Ich kann ja eigentlich nichts erkennen. Oh mein Gott. Das Ding ist, es kribbelt auch irgendwie alles auf dieser Außenseite von diesem Anzug. Wow. Aber gut, gehen wir mal weiter. Aber, wow, hier hängen noch die Spinnennetze. Die habe ich gar nicht gesehen. Die sind von der Spinne, die ich aus dem Darknet bestellt habe. Freunde, dieses Video kommt auch die nächsten Wochen online. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Aber, wow, okay, ich sehe eigentlich keine Slendermans. Wir machen jetzt so schnell wie möglich dieses eine Ritual, was da beschrieben war. Und wenn wir das gemacht haben, sollten wir die Challenge bestanden haben. Dann hat Kurt ja gesagt, gibt er uns vielleicht meinen YouTube-Kanal wieder. Und dann sind wir endlich wieder die Dr. Light Crew und nicht die Froschfreunde. Okay, kommt mal mit. Ich würde sagen, wir machen das ganze Ritual hier auf dem Boden. Da ist genügend Platz. Ja, das sieht gut aus. Und hier können wir dann diesen Kreis aus Papier legen. Und der soll ja irgendwie um mich rumgehen. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Freunde, wir haben jetzt alles aufgebaut. Und der Kreis ist genauso wie hier beschrieben. Und die Zeichen sind auch genau gleich, wie die auf den Blättern sind. Das ist irgendwie das Slenderman-Zeichen oder so. Das ist auf jeden Fall viel zu krass. Und jetzt müssen wir nur dreimal noch diesen Spruch hier sagen. Slenderman und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt gleich. Okay, legen wir den Zettel mal zur Seite. Ich bin umgeben mit diesen Dingern. Und jetzt sagen wir dreimal diesen Satz. 3, 2, 1. Slenderman, ich beschwöre dich. Slenderman, ich beschwöre dich. Slenderman, ich beschwöre dich. Wow. Was ist gerade passiert? Die Blätter sind rumgeflogen. Wow. Oh mein Gott, das ist... dieser Anzug. Oh Gott, ich muss den irgendwie wegkriegen. Wie kriege ich den auf? Oh mein Gott, der tut gerade mega weh. Okay, raus hier, raus hier. Ah, weg mit diesem Teil. Ah, das tut weh. Wow. Wir müssen schnell in den Keller und ich suche. Let's go. Nicht, dass jemand zugeschlossen ist. Aber oh mein Gott, Freunde. Hä, aber die Tür war doch zu. Los, lass uns schnell rausgehen. Vielleicht ist das Slenderman. Hört ihr das? Das ist ein Schrei. Freunde, wenn ihr irgendwas seht, schreibt es einfach in die Kommentare. Also, ich sehe nichts. Aber oh mein Gott, die Kamera. Aber wenn die Kamera so kriechelt, was passiert hier? Wow!